Hallo, liebe Neverland Ranger und liebe Grüße aus der Isolation. Ich habe vor ein paar Wochen einen Kleckerschrank gebaut. Kleckerschrank, fragt ihr euch, zu Recht, was ist das? Das ist quasi eine begehbare Katzentoilette in einem Schrank. Ist dafür da, damit man die Katzentoilette nicht die ganze Zeit sieht. Und es wird ein eigener kleiner Raum für Otto. Ein Pflaster. Schnell ab. Das hier ist mein Bauplan. Ganz recht, ich habe einen Bauplan. So ein Kleckerschrank ist gar nicht mal so schwer zu machen. Schritt 1, einen Schrank finden. Mit so ungefähr den richtigen Maßen. Ich habe meinen für 5 Euro auf eBay Kleinanzeigen erstanden und dann rausgefunden, dass die Besitzerin des Schrankes diesen in ihrem Innenarchitekturstudium selbst gebaut hat. Und ich habe mich nicht getraut, ihr zu sagen, was ich damit vorhab. Und ich hoffe, sie wird dieses Video niemals sehen. Dann ein kleiner Eingang an der Seite reinsägen und schön abschleifen. Dann habe ich den Schrank auseinandergenommen, damit ich ihn anstreichen kann. So Streichhölzer in die Löcher, damit beim Malen nicht die ganze Farbe in die Löcher geht. Abkleben, falls ihr noch was. Da war so eine hübsche Goldbordüre, die wollte ich irgendwie behalten. Und weil ich nicht die richtige Kreidefarbe gefunden habe, weil Kreidefarbe, damit kann man alles bemalen, das haftet super gut, habe ich einfach Wandfarbe benutzt. Einfach nur mal, um zu gucken, ob es geht. Der geht so. Für meinen Anspruch genügt's. Und ich habe 2 dünne Schichten gebraucht, damit es gut deckt. Ja, einmal rundherum, alles einmal. Zweimal. Weil für König Otto wirklich nur das Beste genug ist, wollte ich die Innenwände tapezieren, natürlich. Auch wieder auf eBay Kleinanzeigen, so Tapetenreste geholt. Tapeten zuschneiden und dann Kleister anrühren. Ob man es kann, ist eine Frage. Ich habe keinen Rührstab. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Noch ein bisschen. Ist eigentlich nicht so schwierig. Man muss eigentlich nur das Verhältnis auf 1 Liter runterrechnen. Das ist ungefähr ein Viertel der Box, aber ich hatte einfach keine Lust. Rock'n'Roll ist egal. Ist das, Hauptsache es klebt. Das ist übrigens exakt der Moment, wo mir auffällt, dass ich die Tapete, dass ich noch nicht den Eingang reingeschnitten habe. So, wenn der Kleister dann ordentlich durchgezogen hat, eine halbe Stunde, dann auf die Wand auftragen und Tapete drauf. Geht so. Ich habe versucht, dass die Tapeten so motivmäßig ineinander übergehen. Geht sogar fast. Denn wieder hier alle zusammenbauen. Dazu, ich habe mich auch um so ein Mini-Mü vermessen und dann dachte ich, das wäre ja super schlau, mit dem schwarzen Edding darüber zu gehen. Und das fällt dann aber nur mehr auf und dann habe ich es gelassen. Und dann die Inneneinrichtung nicht vergessen. Otto soll ja beim Keckern auch eine schöne Atmosphäre haben. Zum Beispiel mit einem hübschen Gemälde. Und ein paar Vorhängen, die ich handgenäht habe. Das wird eine Herausforderung. Ja. Gut. War so semi-geil, aber als er dann richtig befestigt ist, seitdem hängt es auch. Also es ist kein, es ist jetzt, es ist okay. Ich steige jetzt übrigens auch auf natürliches Katzenstreu um, aber ich wollte Otto jetzt nicht zu viel Veränderungen auf einmal zumuten. Otto, guck mal. So, und fertig ist der Kleckerschrank. Fertig, kann der Otto richtig schön kickern. Ne, geh mal rein. Das war jetzt natürlich so der Prototyp und da ist mir jetzt beim Benutzen, also Otto, er hat das fein benutzt, aber da sind mir noch ein paar kleine Sachen aufgefallen. Und zwar der
Eingang hätte so ein Minimü höher sein können. Also so, dass Otto noch leicht reinkommt. Aber beim Scharren fliegt halt hinten sehr viel wieder raus. Oh oh. Okay. Aber das war nur am Anfang so. Ich glaube, der war einfach ein bisschen aufgeregt und war so, und hat super viel geschart. Danach ist nicht mehr so viel Katzenstreu rausgeflogen. Deswegen, also ich habe es auch gesehen, es gibt auch so einen Doppelschrank, das, wo er halt noch über so eine kleine Katzenmatte laufen muss. Aber das war mir jetzt auch alles zu viel und so viel Platz habe ich auch nicht. Und die zweite Sache ist halt, dass beim Scharren sehr viel Katzenstreu im Schrank dann auf dem Boden liegt. Aber vielleicht baue ich da noch so eine Holzumrandung, sodass da kein... Ja, I don't know. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Und ich glaube, Otto gefällt es auch. Und das ist die Hauptsache. Als zusätzliches kleines Extra habe ich oben eine kleine Grasbox draufgesetzt. Ich glaube, dazu gibt es nicht so viel zu erklären. Es ist eigentlich nur Erde, Grassamen, warten und genießen. Das ist jetzt quasi sein Balkon auf seinem Katzenklo. Da liegt er jetzt auch sehr fleißig drin und drückt das Gras platt. Das ist sehr süß. Ja, mit Katzen ist es halt, es ist ein Geben und ein Geben. So, Otto hat sich distanziert. Schläft weiter. Und ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt. Und vielleicht auch irgendwann mal einen Kekerschrank baut. Wenn ja, schickt mir bitte Bilder. Vielleicht habt ihr auch schon einen. Das ist nicht meine Idee. Aber der Kekerschrank, also der Name, da ist Trademark drauf. Auf dem Namen. Nicht auf dem Schrank an sich. Macht's gut, liebe Neverland Ranger.